Hallo und herzlich willkommen zu diesem Bitwig 4 Beta Tutorial. In dieser Folge geht es um das Comping, das jetzt als neues Feature bei Bitwig 4 dazugekommen ist. Und ich zeige einfach mal so ein bisschen, wie das funktioniert. Legen wir doch einfach mal los. So, heute ist Bitwig 4 rausgekommen, beziehungsweise die Beta von Bitwig 4, und da ist das lang erwartete Feature Comping drin. Mit Bitwig konnte man so eine Art Comping bisher machen über den Clip Launcher hier, und da musste man hier einfach ein paar Sachen einstellen. Ja, mit Aktion nach Aufnahme, Delay und so weiter. Ich tue mich gerade ein bisschen schwer, weil schönerweise ist nämlich auch die Oberfläche auf Deutsch mittlerweile. Alles ist ein bisschen so leicht aufpoliert, alles ist Deutsch, da muss ich mich jetzt erstmal dran gewöhnen oder ich muss es erstmal wieder auf Englisch umstellen. Bin das nicht gewohnt, so viel Komfort. So, aber es soll eigentlich um das Comping-Feature gehen. Comping bedeutet nichts anderes, als dass ich einen Bereich definiere und innerhalb dieses Bereiches spiele ich einfach verschiedene Variationen ein. Oder wenn ich das, was ich spielen möchte, relativ schlecht spiele, übe ich so lange, bis es sitzt oder bis Teile davon sitzen. Und dann kann ich relativ komfortabel die Teile, die mir passen, oder auch die Versionen, die mir passen, ganz einfach auswählen. Und das geht im Arranger und das geht auch im Clip Launcher. Und ich zeige das jetzt einfach mal im Arranger. Ich habe mir einfach so einen ganz, ganz simplen Rhythmus hier zusammengeballert. Und mache hier jetzt einfach mal. So. Einen ganz einfachen Rhythmus, vier Takte lang. Und für das Comping reicht es einfach nur, wenn man hier Overdub anhat. Das Overdub-Icon ist jetzt auch etwas ein anderes Symbol, weil es jetzt halt gerade bei Audio nicht nur Overdub, sondern eben auch Comping hat, hat man vermutlich gleich mal das Symbol noch geändert. Das ist hier zum einen für den Arranger und hier auf der Seite ist das Symbol dann für den Clip Launcher. Das Ganze findet man hier unter Wiedergabe, hier in diesen Bereichen. Das kann man dann auch hier so schön ranklippen oder wieder wegklippen. So, aber ich spiele jetzt einfach mal los. Und zwar mache ich hier den Editor auf. Bei mir funktioniert das im Moment leider nicht, dass, wenn ich hier einspiele, dass das unten schon angezeigt wird. Höchstens ich schaffe es ganz schnell mit der Maus, das Ding anzuklicken. Ich probiere es einfach mal. So, aber jetzt spiele ich einfach mal, wenn ich den Play-Cursor ganz an den Anfang gesetzt habe, spiele ich einfach mal los. So, und wie ihr gesehen habt, haben sich hier unten mehrere Spuren aufgemacht. Und ich habe jetzt hier oben, das wird gezählt von unten, ist der erste Versuch, der erste Take, dann der zweite, dritte und der vierte. Beim fünften habe ich dann abgebrochen und die abgebrochenen oder generell kann ich Spuren einfach entfernen, indem dass ich hier auf das X klicke und schon ist die Spur weg. So, und ich habe, wenn ich mit der Maus über die Spuren fahre, habe ich so einen Pfeil nach oben. Wenn ich auf eine Spur draufklicke einmal, dann wird dieser Teil, der nicht ausgewählt ist in dem Falle, wird hier oben eingefügt. Ich mache mal einen Doppelklick drauf, dann wird die gesamte Spur hier oben eingefügt. So, wenn ich kann jetzt einfach, je nachdem auf welche Spur ich draufklicke, höre ich die Spur. Ich habe extra noch zwischendurch mal ein bisschen Hall eingespielt, damit man auch gut den Unterschied zwischen den Spuren hören kann. So, jetzt der letzte. Die trockene Spur, noch eine trockene Spur, und das Schöne ist, das wird gleich farblich anders dargestellt. Man sieht das hier vorne links,
sieht man die verschiedenen Farben auch, damit man später auch noch weiß, welche Spur das ist, ohne dass man draufklicken muss. Und jetzt kann man einfach Folgendes machen. Ich behaupte jetzt einfach mal, der Teil hier unten war gut, dann klicke ich hier drauf und ziehe einfach wie so ein Bereichsmarker, ich hoffe, ihr seht das, einfach bis hier nach vorne. So, beziehungsweise ich habe jetzt die komplette Spur ausgewählt. Jetzt gehe ich bei der zweiten und sage, bei der zweiten hat mir das ziemlich gut gefallen, bis zu dem Punkt. Und dann wähle ich das aus und automatisch wird das hier oben zu dem Sample hier ausgewählt. Eine kleine Sache, ich muss hier auch noch Comping auswählen. Und falls ihr Comping hier nicht sehen solltet, alter Fehler. Und zwar kann man hier auf der Seite Clip und Track auswählen. Wenn man Track ausgewählt hat, gibt es hier das Comping nicht, weil es über den gesamten Track geht. Wir wollen aber hier den Clip haben. So, und jetzt kann ich einfach hingehen und kann von den verschiedenen Spuren, kann ich mir jetzt einfach bestimmte Bestandteile raussuchen. Ich mache jetzt extra hier mit und ohne Reverb, wähle ich mir hier aus, damit das alles so ein bisschen kunterbunt ist. Jetzt sage ich, okay, mir gefällt das zum Beispiel hier, das hört sich bestimmt gleich ganz furchtbar an, gefällt mir das. Dann nehme ich den Rest von da. Achso, genau, so, dann nehme ich den Rest von da, dann habe ich hier unten noch was. Und hier nehme ich noch das hier. So. Und wenn ich mit der Maus jetzt hier rüber gehe, sehe ich dann immer die Bereiche, die ich hier oben definiert habe und könnte jetzt aus irgendeiner anderen Spur einfach draufklicken, sagen, eigentlich, da hat es mir besser gefallen. Oder hier unten. Wenn ich das hier markiert habe, sieht man so ein bisschen, dass das markiert ist. Kann ich auch mit dem Pfeiltasten einfach hoch und runter und das auswählen und mal Probe hören, was ich denn da gespielt habe. Und wenn ich das jetzt hier abspiele, diesen Loop, furchtbar. Und was ich auch machen kann, ist, ich habe hier hinten zum Beispiel nochmal so einen Schlag, der kam viel zu früh, als ich das wiederholt habe. Jetzt kann ich hingehen mit der Maus hier an den Rand und dann sehe ich diese Klammer. Und wenn ich jetzt draufklicke, dann kann ich das nach hinten ziehen. So, das heißt, dieser Schlag hier hinten wird nicht mehr genommen. Ich könnte jetzt einfach hier noch ein bisschen Sound hinterherfügen. Hört sich nicht schön an, da klickt das. Das macht aber überhaupt gar nichts, weil dieser Clip, den ich hier habe, das ist ein, wie bei Bitwig immer, ist das ja ein Container, wo Audio Clips drin sind. Audio-Events. Das sind Audio-Events, die da drin sind. Steht auch hier nochmal. So, das heißt, wenn ich hier jetzt auf Audio-Events stehe, sind mir diese ganzen Comping-Tracks oder Takes, diese Comping-Takes, sehe ich nicht mehr. Und ich kann jetzt hier ganz normales Audio-Editing machen. So, ich kann hier einen Fade machen oder ich nehme zum Beispiel den, was habe ich hier jetzt gemacht? Hier hinten mal hin. Ich nehme den hier zum Beispiel einfach weg und fade den hier einfach mal aus. So. Kann hier auch nochmal ausfaden hier. Hier nochmal vielleicht einen Fade reinbringen. Klickt es noch irgendwo, vielleicht brauchen wir hier vorne noch so einen kleinen Fade-In von hier draußen. Genau so. Und beim Comping habe ich wieder alle Spuren am Start, das heißt, ich kann auch nachträglich einfach wieder Teile austauschen. Wenn mir das hier besser gefallen hat, kann ich das einfach austauschen. Wenn ich hier wie an meinem Synthesizer einfach mal kurz einen Reverb reindrehen kann, kann ich eben auch verschiedene Versionen, also mit kompletten trockenes Signal, ohne irgendwelche Effekte oder mit Effekten, und kann das dann so durcheinander mischen. Ich muss es dann nicht auf mehreren Spuren aufnehmen, sondern habe das quasi alles in einem einzigen Clip.
Und diesen Clip, das sieht man auch hier oben, der hat dieses Comping-Zeichen hier hinten dran. Den kann ich auch so als Clip abspeichern. Wenn ich das jetzt rüberziehe auf meinen Browser, kann ich den jetzt einfach hier abspeichern und alles Mögliche angeben. Und sämtliche Comping-Takes, die ich hier reingenommen habe, die bleiben in diesem Clip dann erhalten. Das heißt, wenn ich den dann wieder lade, habe ich alle diese Comping-Takes wieder am Start und kann die dann auch weiter austauschen. So, was man jetzt nämlich noch machen kann, ich mache das mal anders. Ich bounce den hier jetzt einfach mal neu. Diese deutschen Begriffe sind noch sehr ungewohnt. So, jetzt bounce ich das einfach mal komplett neu. Und jetzt habe ich einen ganz normalen Audio-Track. Könnt ihr jetzt auch Comping einstellen? Ich könnte jetzt hier einfach drüber spielen. Der Clip hier hört sich ja jetzt im Moment so an, wie der obere hier. Nur ist das in einem Audioclip ein Audio-Event. So. Und was ich machen könnte, wäre, dass ich jetzt hier einfach nochmal mit dem Overdub nochmal drüber spiele über das Ganze. Dazu muss ich ja eben aber dann erst sagen, aus welchem Stereo das nehmen soll. Okay, dann sollte ich aber auch den richtigen Kanal auswählen. Und vielleicht kein Delay rein. So. So, einmal ein Durchgang reicht, beziehungsweise es waren zwei. Irgendwie, warum auch immer. So. Ah, Take 1 war der Originalclip, natürlich. Und ich habe jetzt einfach mal eine Oktave tiefer eingespielt noch. Und jetzt könnte ich sagen, okay, standardmäßig nehme ich den ersten. Doppelklick auf den unteren nochmal. Und sagt dann einfach, okay, der zweite Ton soll Tiefoktave sein. Na, diesen hier, das ist rhythmisch alles ganz schlimm, was ich hier gemacht habe. Aber mir geht es jetzt gerade nicht um Rhythmik, sondern einfach, ich wähle das jetzt einfach mal ganz wild aus hier. So, hier und hier. Sehr schlimm. Okay, und jetzt kann ich das Ding eben auch wieder so weiterverarbeiten und kann das immer, immer weiter drehen. Könnte jetzt auch andere Instrumente da aufnehmen. Was haben wir denn hier? Okay, der ist ganz anders. Nehmen wir den einfach mal, weil er ganz anders ist. Dann hört man das sehr gut. Und jetzt nehmen wir das Ganze mal auf hier. Geht ja hier schließlich nicht um Schönheit. So. Und das wird jetzt furchtbar. So. So, der erste Take ist das hier gewesen. Der zweite Take ist das hier gewesen. Jetzt machen wir einfach mal, den nehmen wir so als Basis. Und dann packen wir hier ab und zu mal was rein. Dann hier zwischendurch einfach mal. Das wird schlimm. Das wird ganz schlimm. Aber so hört man wenigstens, was hier genau passiert. Das wäre jetzt ein bisschen witzlos, wenn ich jetzt hier perfekt spielen würde. Und ihr müsstet im Millisekundenbereich hören, was ich eigentlich gerade mache. Und so macht es ehrlich gesagt wesentlich mehr Spaß. So, also
Das heißt, man kann über bestehende Clips, ich kann jetzt auch irgendeinen Clip aus dem Browser hier rüberziehen und genau dasselbe machen. Ich habe den ja hier einfach nur gebounced. Das heißt, ich kann entweder ganz frisch alles einspielen oder ich kann bestehende Clips einfach mit dem Overdubbing drüber spielen und dann geht automatisch das Comping los. Dasselbe kann ich hier in dem Clip Launcher machen. Und was ich da noch machen muss, ich muss hier in die Wiedergabe rein und muss ihm hier sagen, hier oben, Aufnahme als Comping Task, und dann muss ich ihm sagen, wie viel Takte ich haben möchte. Weil im Clip weiß er ja nicht in dem Falle, wie lange er da diesen Loop spielen soll. Weil ich will ja ständig wiederholen und da muss ich ihm dann halt einfach sagen, okay, du machst mir jetzt 4 Takte lang und nach 4 Takten fängt er dann mit dem Comping an. Ich kann das jetzt einfach mal mit einem Takt machen. Ich lösche das. Den habe ich hier genommen. Dann lösche ich das hier hinten mal. Nee, muss ich gar nicht. So. Und was habe ich gesagt? 4 Takte, ne? Ne, ein Takt. Ein Takt. Machen wir einen Takt. Und. Ne, irgendwas. Der ist doch gar nicht mal so schlecht. So, und wenn ich jetzt hier Overdubbing und Comping ist an. Ich habe jetzt hier irgendwas. Achso, ja. Das war das Problem. Ich muss auch den Armen. Also ich habe alles vorhin auf manuell eingestellt, weil mir der Arm-Button ständig irgendwo anders hingesprungen ist. So. Wenn ich jetzt anfange. So, und hier funktioniert es ganz gut, dass er das gleich anzeigt. Und den Take 5, den löschen wir mal, weil der war gar nichts. Und das war der durchgezogene Ton, den kann man vielleicht wiederverwenden. Da hinten habe ich ein bisschen rumgeschlampt. Könnte ich hier rausnehmen. Ich kann hier oben auch die Lautstärke Gain anfassen, dieser leichte weiße Strich hier oben. Kann ich einfach insgesamt die Gain leiser machen, lauter machen. Ich kann die Welle hier auch, beziehungsweise hier unten, wenn ich die Alt-Taste drücke und die Maustaste, kann ich die so hin und her schieben. Und die scrollt dann quasi, die zirkelt dann einmal rum. Das heißt, wenn ich einfach sehr spät dran bin, oder ich habe eine hohe Latenz und treffe, und die Aufnahme ist halt immer um ein paar Millisekunden, hoffentlich nur um Millisekunden verschoben, kann ich das halt alles hierhin zurückpacken. Und der Schlag hier hinten, beziehungsweise wenn ich das jetzt hier alles auswähle, den kann ich hier vorne hinlegen. Oder ich gehe den hier einfach durch. Och, das sollte so nicht sein. So, oder hier zum Beispiel, dass ich den hier rausnehme und den ordentlich dahin packe. Wenn ich Steuerung und Alt, glaube ich, drücke, dann. Nee, was war das? Shift und Alt, dann kann ich alles rumschieben hier. Wenn jetzt überall meine Latenz nicht stimmen sollte. Und ja, und kann das dann einfach wieder entsprechend auswählen, was ich hier auswählen möchte. So. Hier nochmal dazwischen, weil es so schön ist. Das hat auch Potenzial, oder? So, das ist erstmal so dieses Comping-Feature. Ich guck gerade mal. Das ist das, glaube ich, eigentlich schon. Vielleicht eine Kleinigkeit noch. Und zwar eine Kleinigkeit. Und zwar kann ich hier immer noch mehrere Spuren editieren. Das heißt, wenn ich hier oben jetzt eine Spur habe mit meinen Clips drin und hier unten eine, dann kann ich die mit, muss die vielleicht hier zusammenpacken. So, dann ist es besser. Dann wähle ich eine aus, halte die Steuerung-Taste gedrückt, drücke hier unten hin und habe dann beide ausgewählt. Und kann dann hier unten auf diesen Knopf hier klicken, auf diese Layer Editing. Und sehe dann hier beide Spuren.
So, und jetzt kann ich von der Rhythmik her, wenn ich beide Spuren sehe, kann ich mir jetzt einfach sagen, okay, bei der Rhythmik will ich bei der Audio-2-Spur, vielleicht benenne ich die einfach mal anders. Humba heißt die und die Obo lassen wir jetzt auf Audio. Ich glaube, der Unterschied reicht. Dann kann ich hier bei Humba, bei dieser Spur, kann ich jetzt Sachen verändern und ich sehe hier oben halt die andere Audiospur. Kann sagen, okay, an der Stelle habe ich einen Schlag, an der Stelle habe ich einen Schlag. Da soll aber keiner sein, da mache ich dann lieber hier so ein bisschen andere Geschichte rein und das dann auch noch so. Kann ich das jetzt hier nicht leiser machen beim Layered Editing? Also ich muss die hier halt auswählen, sowieso. Und eigentlich, ah doch, hat man noch nicht so richtig gesehen. Das heißt, wenn ich das jetzt. Rhythmisch eine wahre Fundgrube. Das heißt, hier habe ich ja nochmal schön die Möglichkeit, mehrere Spuren, also es ist jetzt nicht nur auf zwei Spuren begrenzt, wenn ich das jetzt hier nochmal, wenn man das Tuba, wenn ich die hier jetzt auswähle mit Steuerung oder Shift, wenn die alle übereinander liegen, dann kann ich mir hier diese ganzen Spuren anzeigen lassen, Audio, Humba und Tuba. Und muss dann hier dann irgendwann mal scrollen. Kann das hier in dem Mixfenster hier ansehen oder mit Shift-Tab kann ich ja auf das andere Fenster, machen wir mal den Inspektor hier weg, dann haben wir ein größeres Fenster und dann kann ich hier auch mehrere Spuren gleichzeitig sehen und auch gleichzeitig bearbeiten. Immer die, die ich hier links oben ausgewählt habe, die kann ich dann auch immer bearbeiten. Die wird mir dann auch immer hier unten die Takes von dieser Spur angezeigt. So, da würde ich mir noch ein bisschen wünschen, dass die Spur, die ich gerade bearbeite, hier vielleicht noch mal irgendwie heller gemacht wird, so dass ich noch mal ein schöneres visuelles Feedback bekomme. Dass es genau diese Spur gerade ist, die ich bearbeite. Ich sehe es zwar hier an dem Namen, das ist alles gut, aber so ein bisschen zusätzliches visuelles Feedback wäre schon ganz klasse. So, das ist erstmal das Comping-Feature. Ich werde noch das eine oder andere Video dazu machen, weil es sind ziemlich coole neue Sachen dazu gekommen. Ich freue mich da total drüber, wie auch zum Beispiel endlich MP3 und OGG und Opus Export. Dann hatte ich gelesen, dass man Teile von Ableton und FL Studio Projekte reinladen kann. Das muss ich auch noch mal ausprobieren. Und noch so ein paar andere tolle Kleinigkeiten. Diese ganzen Operatoren, die kenne ich von den Synthesizern, wo man dann Wahrscheinlichkeiten für Noten eingibt und der Rechner entscheidet dann, wenn man sagt, okay, mach eine Wahrscheinlichkeit von 50, dann spielt er die eventuell oder eben auch nicht und man kann dann quasi aus 4 Noten quasi ein Sammelsurium an verschiedenen Variationen bauen, einfach nur, dass man sagt, okay, die Note wird zu 80% Wahrscheinlichkeit gespielt, die zu 50, die nur zu 20 und dann ertönen die halt nicht immer gleich, sondern halt unterschiedlich, so nach dem Zufallsprinzip. Aber das in einem anderen Video zur Vorstellung, das soll es erstmal zum Comping gewesen sein. Schreibt in die Kommentare, wie ihr das findet. Habt ihr vielleicht auch schon erste Erfahrungen damit? Habt ihr schon ausprobiert? Konntet ihr das auch nicht erwarten? Und ja, dann lasst einen Daumen da, abonniert den Kanal, drückt das Glöckchen und ich würde mich freuen, wenn ich euch beim nächsten Video wiedersehe. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderbare Zeit. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.